Wenn du einen durchtrainierten Rücken haben möchtest, musst du den Latissimus trainieren, den Rückenstrecker, die obere Rückenmuskulatur, also alles um die Schulterblätter herum und deine hintere Schulter. Lass mich dir zeigen, wie das geht. Für den Latissimus enges Rudern von oben, Ellenbogen dabei unbedingt vor den Körper bringen, nur bis an den Körper ranziehen, nicht im Hohlkreuz sitzen und oben die Arme nicht komplett gerade machen. Eine Hyper-Extensions-Variante für den unteren Rücken. Polster auf Hüfthöhe einstellen und dann den unteren Rücken wie ein Crunch einrunden und oben wieder gerade machen. Rudern mit Kurzhanteln auf der Schrägbank für die Muskulatur um die Schulterblätter herum mit Fokus, die Schulterblätter oben zusammenzuziehen und diese unten aktiv auseinander in die Dehnung zu bringen. Und Facepulse mit Fokus für die hintere Schulter. Ellenbogen dabei schön nach hinten ziehen und vorne die Arme komplett lang machen, dabei die Spannung aber halten.